Februar 1945. Über das zugefrorene Haff an der Küste Ostpreußens zieht ein endloser Zug von Flüchtlingen. Ihr Treck wurde zum Symbol einer der größten Völkerwanderungen der Geschichte. Wanderung wider Willen. Schicksal für 14 Millionen, für jeden fünften Deutschen. Sowjetflugzeuge werfen Bomben. Im brüchigen Eis versinken Tausende mit Pferd und Wagen. Maschinengewehrsalven der Schlachtflieger treffen alte und kranke Frauen und Kinder. Warum nehmen diese Menschen solche Gefahren auf sich? Nemmersdorf in Ostpreußen. Hier war die Rote Armee im Oktober 1944 schon einmal eingedrungen. Als die Deutschen den Ort nach wenigen Tagen zurückeroberten, fanden sie die Dorfbewohner erschlagen und entsetzlich verstümmelt vor. So löste die zweite Sowjetoffensive panische Furcht unter der deutschen Zivilbevölkerung aus. Aber warum waren die Zivilisten nicht rechtzeitig evakuiert worden? Hitlers Propagandaminister Goebbels, noch im Februar 1945 bei der letzten großen Durchhaltekundgebung in Görlitz in Schlesien. Goebbels verbreitet Siegeszuversicht. Wer nicht an den Sieg glaubt, ist ein Defätist, ein Verräter. Niemand braucht seine Heimat zu verlassen, denn der Vormarsch der Roten Armee wird ja bald gestoppt. So wie der Führer die Krisen der Vergangenheit bewältigt hat, so wird er diese bewältigen. Ich bin fest davon überzeugt. Noch vorgestern sagte er mir, ich glaube so fest daran, dass wir diese Krise bewältigen werden. Und ich glaube so fest daran, dass wenn wir unsere neuen Offensivarmeen hineinwerfen, dass wir den Feind schlagen und zurückjagen werden. Und ich glaube so fest, dass wir eines Tages den Sieg an unserer Fahnen heften werden, wie ich je in meinem Leben an etwas fest geglaubt habe. Nur wenige Jahre zuvor hatten Hitlers Deutschland und Stalins Russland noch Waffenbrüderschaft gefeiert. 1939, Parade in Brest-Litovsk. Wehrmacht und Rote Armee besiegeln die fünfte Teilung Polens, die im Pakt Hitlers mit Stalin festgelegt worden war. Aber nicht nur Polen wurde aufgeteilt. Die beiden Diktatoren hatten eine Linie von Nord nach Süd quer durch Osteuropa gezogen. Abgrenzung der Interessensphären hieß das im geheimen Zusatzprotokoll zum Hitler-Stalin-Pakt. Den volksdeutschen Minderheiten in den Gebieten, die unter sowjetischen Einfluss gerieten, wurde die Umsiedlung ins Reich nahegelegt. Das betraf zunächst die Deutschen im Baltikum und die Volksdeutschen in Wolynien. Dann Volksdeutsche in Bessarabien und der Bukowina. Die meisten Umsiedler kamen in den sogenannten Wartegau. Von dort wurden die Polen nach Zentralpolen vertrieben, ins unter deutscher Herrschaft stehende Generalgouvernement. Tragik der Bewohner eines Gebiets, das seit Beginn des Jahrhunderts immer wieder solche Bevölkerungsverschiebungen erlebt hatte. Heim ins Reich nannte die nationalsozialistische Propaganda die Umsiedlung. Und die Deutsche Wochenschau stellt sie als eine Art Volksfest dar. Aber diese Volksdeutschen hatten keine andere Wahl, wenn sie nicht unter sowjetische Herrschaft geraten wollten. Eine schwere Wahl, denn der Hof, den dieser Bauer verlässt, war das Zuhause seiner Familie durch viele Generationen. Und der Treck der Deutschen aus Wolynien, deren Land nun von den Sowjets besetzt werden wird, zieht ins Ungewisse. Heim ins Reich? Die neue Heimat ist fremde. Hier beginnt, von der Welt noch kaum beachtet, was wenige Jahre später zum Los von Millionen wird. Noch ahnt niemand, was sich da vorbereitet. Nikolaus Arndt aus Wolynien berichtet über seine Erfahrungen. Kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee, das waren eigentlich die ersten Anzeichen des Krieges überhaupt, kamen polnische Flüchtlinge bis in unsere Gegend. So erfuhren wir eigentlich, dass die deutschen Armeen eigentlich gar nicht mehr so weit weg sein können.
Umso erstaunter waren wir. Wir wohnten unmittelbar an der wichtigen Fernverkehrsstraße, die über Brest-Litovsk, Lutsk, Rovno, Zhytomyr bis Kiew führt. Umso überraschter waren wir, als dann an einem Sonntagmorgen ein Panzer nicht aus westlicher Seite, sondern aus östlicher Richtung kam und da ein Sowjetsoldat herausschaute. Das war Ende September 1939, unmittelbar nach Beendigung des Polenkrieges. Aber sehr bald nach dem Einmarsch der Roten Armee sickerte auch zu uns durch, dass ein Vertrag abgeschlossen worden ist zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion und dass wir also regulär umgesiedelt werden sollen. Wir fuhren ziemlich ins Ungewisse und es ist vielleicht erstaunlich, jetzt rückblickend zu schauen, festzustellen, nicht wahr, dass also die Wolyniendeutschen so ganz ohne jedes Programm, nicht wahr, nach Westen fuhren. Sie wurden dann aber auch sehr bald ernüchtert in der Weise, dass man sie eben auf geraubte polnische Bauernhöfe ansiedelte. Hier bekamen die ganzen Wolyniendeutschen dann einen großen Schock, als sie festgestellt haben, dass man sie eigentlich nicht nach Deutschland, wenn überhaupt, haben sie sich vorgestellt, dass sie etwa auf Güter nach Schlesien oder nach Pommern oder nach Ostpreußen kommen, aber dass sie nun in vertriebene polnische Höfe zu Menschen, mit denen sie seit Generationen friedlich nebeneinander gelebt haben, nun hier einziehen sollen, war eine große Ernüchterung, die sie eben schlucken mussten. In welche Gegend kamen die Wolyniendeutschen? Das Gebiet, das westlich an Warschau angrenzt, die Städte Płock, Włocławek, Leslau, nicht wahr, Inowrocław, Hohensalza, wie es dann später genannt wurde. Dieser Teil gehörte also nicht etwa zur preußischen Provinz Posen. Haben Sie gesehen, wie die Polen vertrieben wurden? Nein, das haben wir nicht gesehen. Wir haben es erst später erfahren, auf welche scheußliche Art die SS da vorgegangen war. Man machte den Abtransport der polnischen Familien grundsätzlich in der Nacht, damit das eben vor allen Dingen die Volksdeutschen, die ja doch, sagen wir mal, Verständnis für, im Gegensatz zu den meisten Reichsdeutschen, Verständnis zur Lage der Polen aufbrachten. Das machte die SS in der Nacht. Wir haben es nicht gesehen. Das Baltikum, Land an der Ostsee, die in den meisten Sprachen das Baltische Meer heißt. Land zwischen Ost und West. Die Deutschen kamen im 13. Jahrhundert in das Land als Ordensritter, als Kaufleute der Hanse. Hansestädte wie Reval, einst von dänischen Eroberern gegründet, behielten unter wechselnder staatlicher Oberhoheit ihr deutsches Gesicht. Riga, 1201 vom deutschen Bischof Adalbert gegründet. Der Rigaer Dom. Neben den Nachfolgern der Ordensritter, den Gutsbesitzern, bilden Akademiker und Kaufleute die deutsche Minderheit. Nun beendet das Tauschgeschäft der Diktatoren 7 Jahrhunderte deutsch-baltischer Geschichte, Tradition, Kultur. Eine von denen, die dies Schicksal teilten, war Waltraud Villaret. Ihre sehr persönliche Zeugenaussage nach 40 Jahren. Ich bin in Riga geboren, bin also Baltin und habe meine Kindheit und Jugend dort verlebt. Und habe meine Heimat 1939 verloren, als die Deutschbalten in ihrer Gesamtheit ins Deutsche Reich geholt wurden. Nicht nur die Deutschbalten, sondern sämtliche Auslandsdeutschen, die Hitlers Ruf heim ins Reich folgeleisteten, wurden im Warteland, im damals sogenannten Wartegau, angesiedelt. Das sah in der Praxis so aus, dass die Polen enteignet wurden und die Umsiedler, die ja auch alles verloren hatten, sich natürlich in die Häuser setzten, das Land bekamen. Waren sehr viele Bauern darunter und quasi sich in die noch warmen Betten der polnischen Vertriebenen nun wiederum da, auch Vertreibung.
legten. Denn die Polen waren ja zum Sklavenvolk absolut degradiert. Es existierte eine ganz spitzfindige Geschichte, das waren die Volkslisten. Und zwar konnten sich Polen, die einen bestimmten deutschen Blutanteil hatten, beziehungsweise den nachweisen konnten, die konnten sich in eine von diesen drei Volkslisten eintragen. Das bedeutete, dass sie also nicht absolute Untermenschen waren, sondern dass sie ein klein wenig Mensch waren oder ein bisschen mehr Mensch oder unter Umständen, wenn sie die beste Volksliste hatten, sogar man ihnen sogar die Hand geben durfte und mit ihnen an einem Tisch sitzen durfte. Am 22. Juni 1941, knapp zwei Jahre nach jener ersten Umsiedlung, wird mit dem Angriff auf die Sowjetunion die Phase einer historischen Entwicklung eingeleitet, die schließlich mit Flucht und Vertreibung der Millionen endet. Zunächst lässt in den dem deutschen Angriff folgenden Wochen Stalin die deutschen Volksgruppen im europäischen Russland nach Asien deportieren. Die größte dieser Gruppen, die der Wolgadeutschen, war am Unterlauf der Wolga angesiedelt. Eine Siedlung der Wolgadeutschen in russischen Filmaufnahmen Anfang der 20er Jahre. Wie fast überall in Ost- und Südosteuropa waren die deutschen Siedler durch die Herrscher jener Staaten zur Kultivierung des Landes geholt worden. Die Wolgadeutschen durch Katharina die Große in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Eine Arbeitskommune des Gebiets der Wolgadeutschen wurde nach der Russischen Revolution gegründet. 1924 wurde sie autonome sozialistische Sowjetrepublik. Die Wolgadeutschen bildeten die größte geschlossene deutsche Volksgruppe in Russland. Im Zarenreich hatten vor dem Ersten Weltkrieg 1,5 Millionen Volksdeutsche gelebt. Ihr Grundbesitz vor der Enteignung hatte eine Fläche von der Größe Hessens und Bayerns zusammen umfasst. Diese Bauern, deren Vorfahren aus dem Rheingau, aus Hessen, der Pfalz und dem Elsass gekommen waren, hatten sich zäh behauptet, trotz Krieg, Revolution und Hungersnöten. Zwei Jahrzehnte nach diesen Aufnahmen, 1941, endet mit der Deportation ihre Geschichte als geschlossene Gruppe. Sie werden weit verstreut in den zentralasiatischen Republiken angesiedelt. Die Rückkehr in ihre Heimat wurde ihnen bis heute nicht gestattet. Die Vertreibung führte nach Kasachstan, ins Uralgebiet, nach Sibirien. 30 Jahre später, bei der Volkszählung 1970, erklären sich 1,8 Millionen Bewohner der Sowjetunion als Deutsche. Vorstoß ins Reich. 12. Januar 1945. Auf breiter Front dringt die Rote Armee in Ostpreußen ein. Die große Flucht der Zivilbevölkerung beginnt. Der Schrecken ihrer Treks hatte viele Gesichter. Ein Beispiel, Jochen Palapies, erlebte eine Flucht über Monate als Kind. Seine Heimat Ostpreußen, des Reiches nordöstlichste Provinz. Nahe der ostpreußischen Hauptstadt Königsberg, in der Luftlinie 600 Kilometer von Berlin entfernt, sein Heimatort Labiau. Am 21. Januar 1945, um 3.30 Uhr, brachte mich mein Vater zur Bahn und verlud mich in einen Güterzug. Wir waren dort etwa 4.500 Menschen circa. Wir sind dann nach etwa 2 Stunden Wartezeit in Richtung Königsberg von 2 Lokomotiven rausgezogen worden und kamen dann so etwa nach 8-12 Stunden in Königsberg an, zu einem Vorortbahnhof,
und wurden dann weitergezogen an Königsberg vorbei, sahen dort noch zum Teil die zerstörte Stadt, die bombardiert worden war, und kamen dann über Elbing, wobei es kurz vor Elbing einen großen Halt gab, weil Elbing inzwischenzeitlich von Russen bereits erobert war und wieder freigekämpft worden war. Da standen wir etwa so 8 bis 12 Stunden auf einem großen Güterbahnhof, etwa 10 bis 12 Züge nebeneinander, alle vollgestopft mit Flüchtlingen. Verpflegt wurden wir unterwegs überhaupt nicht, außer in Elbing selber, nachdem der Zug, also auch unser Zug, dann diesen Vorortbahnhof verließ. Zogen wir nach Elbing rein und dort waren dann Rotkreuzschwestern. Die gaben also warme Getränke aus und ähnliches mehr. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass aus den einzelnen Waggons Kinderwagen rausgehoben worden sind mit erfrorenen Säuglingen. Es waren, soweit ich weiß, 36, die dort erfroren waren. Ich habe sie selbst noch gesehen. Und dann so etwa nach 6-8 Stunden, nach weiteren 6-8 Stunden, kam dann endlich wieder eine Lok und zog mit uns nach Danzig rein, von Dirschau aus. Und auf dieser Fahrt von etwa von Dirschau nach Danzig, da habe ich erlebt, dass in diesem Waggon Menschen irre wurden. Frauen tranken ihren eigenen Urin. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Und die wurden verrückt. Ich habe die ganze Zeit an der Waggontür gestanden und eine dieser Frauen, die kam einmal nachts an die Waggontür ran und schlug mit den Händen immer gegen und schrie, lasst mich hier raus, ich will zu meiner Mutter, ich will warm, ich will was essen und trinken. Es ging natürlich alles nicht und dieses Ratata, Ratata, Ratata von dem Güterzug. Und in Dirschau, in Danzig vielmehr, wurden dann alle, das war nicht nur unser Waggon, in dem also Menschen durchdrehten, die wurden in Danzig ausgeladen. Das waren 40, 60 Leute, ältere meistens, die ausgeladen wurden. Und wir fuhren dann an Danzig vorbei über Kolberg nach Treptow. Diese ganze Fahrt von Labjau bis Treptow an der Rega, die hat gedauert 8 Tage und 7 Nächte. Und das alles im Januar 1945 bei Eiseskälte in einem Güterzug, ohne Stroh, ohne Heizung, ohne Ernährung. Die Bahnfahrt endete in Treptow. Jochen Palapies zog dann zu Fuß mit Handkarren weiter durch Pommern, bis die Sowjets seinen Treck schließlich doch einholten. Wir waren kurz vor Kamin, etwa 1000, 2000 Meter. Da griffen von Süden her, etwa auf der Straße Greifenberg-Kamin, stießen russische Panzer vor. Und alle Straßen waren mit Flüchtlingstrecks voll. Und in diesen Treck, an dem die russischen Panzer entlang fuhren, die schossen da einfach rein auf kürzester Entfernung, fuhren über die Flüchtlingstrecks drüber, die Treckwagen. Und wir erreichten Greifenberg, nachdem wir noch Beschuss von deutschen Jachtflugzeugen von Me-109 bekommen hatten. So etwa gegen Abend, es war so früh dunkel, 16, 17 Uhr mag es gewesen sein. Uhren hatten wir schon längst keine mehr. Kam dort in Greifenberg an und dort empfing uns am Stadtrand, Häuser brannten noch, einige russische Soldaten, die leuchteten uns mit Taschenlampen ins Gesicht und stellten fest, dass also Frauen und Mädchen bei uns waren. Und die leiteten uns dann in die Nähe des Bahnhofs von Greifenberg. Dort war eine, ich nehme an, eine Rotkreuzbaracke für irgendwelche Transportzüge, wo Verwundete ausgeladen werden mussten. Dort wiesen sie uns ein, die ganze Nacht hindurch, und dort kamen dann russische Soldaten und sagten, na Frau, komm nach Kommandantur, und wenn sie nicht wollten, viel Geschrei und Weinen und Herzklagen und was weiß ich, als Geschichten. Jedenfalls, sie zerrten die Frauen und die jungen Mädchen, unter anderem auch die beiden älteren Cousinen, raus. Und in den freien Nebenräumen, so Einzelzimmer, die da waren, wurden diese vergewaltigt. Mehrfach, 3, 4 Mal, ich habe es nicht gezählt. Und als so Schichtwechsel war bei denen, kam plötzlich ein polnischer Soldat rein, erkennbar in seiner Uniform. Und der sagte, Ruski nix kultura, alle Frauen und Mädchen mit mir kommen, ich verstecken. Das tat er, die Frauen gingen alle mit und er brachte die weg. Zunächst haben wir gar nicht feststellen können, wohin. Und am nächsten Morgen kam er wieder und brachte alle Frauen heil und munter und gesund und unbeschädigt wieder zurück. Und sagte, bloß schnell aus Ortschaften raus, verstecken in Wälder, bis das Schlimmste vorbei.
Und er hatte sie versteckt in einem alten, abgesoffenen Splittergraben. Da hat er die ganze Nacht bei denen gewacht. Wir folgten seinem Rat und zogen dann die Straße von Greifenberg Richtung Koldemanns. Und in der Nähe von Koldemanns, das lag etwa 6-7 Kilometer entfernt von Greifenberg, zogen wir durch ein zweites Waldstück durch. An der Straße lag ein etwas größeres und dahinter ein etwas kleineres. Und in diesem kleinen Waldstück haben wir uns also praktisch Hütten gebaut aus Tannenzweigen, die wir abgeschlagen haben, und lebten dort etwa so vom 13., 14. März bis Pfingsten 1945, so runde 7-8 Wochen. Es regnete natürlich durch. Wir waren damals von einer Gruppe von etwa 70, 80 Leuten, Kleinkinder, mittelgroße Frauen, ältere Männer. Und allein über diese Zeit in dem Wald, da gibt es so unendlich viel zu berichten, aber ich will mich kurz fassen. Wir haben also entlaufene Schweine gefangen und geschlachtet, weil wir nichts zum Leben hatten, kein Brot. Kartoffeln fanden wir in einer Miete, die haben wir also im kleinen Suppentopf gekocht. Wir waren damals so eine Gruppe von 8 Leuten und haben uns also praktisch mit Kartoffeln ernährt zunächst. Dann fanden wir also mal eine Kuh, die irgendwo entsprungen und entlaufen war. Es fing erst mit 3 Schafen an und zum Schluss ein dickes, fettes Schwein, das uns also über den Weg lief, das wir fingen. Und dann sofort also geschlachtet und also verteilt haben an alle. Die Flüchtlinge wurden nach einigen Wochen aus dem Wald vertrieben und kampierten in verlassenen Bauernhöfen. Und mittlerweile hatten die russischen Soldaten auch spitz gekriegt, dass da so Mädchen dabei waren. In der Nacht, wir waren auf einem Schober oben untergebracht, einer Scheune. Ich habe also im Heu geschlafen mit allen anderen zusammen. Da merkte ich also unter mir plötzlich irgendwie eine Bewegung. Ich habe im Halbschlaf gar nicht gemerkt, was das war. Und dann leuchtete mir plötzlich ein russischer Soldat mit der Taschenlampe ins Gesicht, fasste mich so an den Haaren und zog mich hoch und sah, dass ich ein Junge war und kein Mädchen. Stieß mich zurück und sagte, Tü Tschort, das ist so viel wie du Teufel. Und dann stellte ich fest, dass unter mir eine meiner Cousinen lag, der hatte sich unter mir versteckt. Als die russischen Soldaten uns aus diesem Wald rauswarfen, das muss etwa Pfingsten 45 gewesen sein, da war ein einzelner polnischer Soldat, der sich an eine junge deutsche Frau ranmachte, die ein Kleinkind hatte, so, ich nehme an, 4-5 Monate alt. Und er wollte, dass sie ihm zu Willen sei. Das lehnte sie zunächst ab. Daraufhin nahm er sein Gewehr mit einem Bajonett drauf, es war ein russisches Gewehr, und hob das hoch und stellte sich vor dem Kinderwagendach auf und sagte, wenn du nicht kommst, ich stechen. Und dann ging sie mit. Sie opferte sich also für ihr Kind. Was bewegte mich damals eigentlich? Angst in dem Sinne von physischer Angst habe ich eigentlich nicht empfunden. Ich meine, es ist eigentlich mehr Instinkt gewesen, was uns getrieben hat, einfach zu überleben, Überlebenschancen zu suchen. Und nachts haben wir gebetet, kindlich, mit 14,5 Jahren, die ich damals alt war. Gebetet für meine Eltern und für meine Geschwister, von denen ich nicht wusste, wo sie waren. Ich war ja allein. Königsberg, das der Flüchtlingszug mit Jochen Palapis gerade noch hatte passieren können, wird am 31. Januar 1945 eingeschlossen. Aber der Festungskommandant setzt den Kampf fort. Er will sowjetische Kräfte binden, um die Flucht der Bevölkerung aus dem Samland zu decken. Und er will den Einschließungsring durchbrechen, um noch Zivilisten aus der Stadt herauszubringen. Hitlers Gauleiter Koch hatte die Evakuierung, solange sie noch möglich gewesen wäre, verhindert. Am 19. Februar gelingt es, für kurze Zeit den Ring um die Stadt zu sprengen. Tausende von Zivilisten können noch evakuiert werden. Aus Ost- und Westpreußen, aus Danzig und Ostpommern schaffen Hunderte von Schiffen die Flüchtenden nach Schleswig-Holstein und Dänemark. Durch die Kriegsmarine werden sie in Sicherheit gebracht. Im Rahmen des größten Seetransportunternehmens der Geschichte. 2 Millionen Menschen werden über die Ostsee nach Westen gerettet. Dabei gibt es spektakuläre Verluste. 3 große Schiffe werden durch sowjetische U-Boote und Flieger versenkt. Annähernd 20.000 Menschen ertrinken.
So erfüllt die Flüchtlinge neben der Hoffnung auf Rettung Furcht. Udo Rittgen war als Generalstabsoffizier im Evakuierungsstab auf der Halbinsel Hela tätig. Die Furcht der Menschen rührte zunächst mal daher, dass allen klar war oder allen gegenwärtig war, was in Wochen vorher schon passiert war, nämlich der Untergang der Gustloff, der Untergang auch der Stäuben und anderer Schiffe, vor allen Dingen auch der Goya, wo wir es mit Schiffskatastrophen ungeahnten Ausmaßes zu tun hatten. Dieses Wissen um diese Dinge hatten die Menschen und daher war der Wunsch, per Schiff oder mit Schiffen nach Westen herauszufahren, relativ gering. Das bedeutete, dass wir mit unseren Männern, zum Teil mit sanfter Gewalt, die Leute aus ihren Unterschlupfen und Unterkünften rausholen mussten, ihnen gut zureden mussten, damit sie nun diesen Weg über See antraten. Aber so schlimm die Verluste auch sind, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Geretteten sind sie winzig, nur 1%. Und je näher die Front rückt, desto mehr überwiegt bei den Flüchtlingen die Angst vor der Roten Armee. Bei der Einschiffung kommt es zu panikartigen Szenen. Jeder will an Bord, aber es gibt nicht genug Platz. Vielfach wird befohlen, nur noch Frauen und Kinder werden mitgenommen. Helene Lindstedt und ihre Tochter gelangten in Stolpmünde, einem kleinen pommerschen Hafen, auf einen Frachter. Ein Ritterkreuzträger hatte sich mit einem Mann, der da irgendwie zum Schiff gehört oder was, raufgestellt und mit Pistole, kein Mann an Bord, weil viele kamen, es sind zwar auch einige von den Leuten da gewesen, die haben sich verkleidet als Frauen, aber wir haben nichts gesagt, weil die Familien ihren Vater bei sich hatten. Und dann ging es los. Der Kapitän sagte, er muss es machen, er kann nicht mehr länger warten. Er hatte noch keine, es war ein Pferdefrachter gewesen. Der war mit Pferden von Gotenhafen und war nur da. Und in dieses Schiff kamen wir alle rein. Ungefähr sollten 300 Personen sein, wie mir noch in Erinnerung. Wir waren aber über 600. Wir lagen dicht an dicht auf den Planken. Unterwegs wurden Kinder krank, die Babys hatten keine Nahrung. Dann kamen die Mütter und die Kinder wurden dann einfach ins Wasser versenkt. Das war schrecklich für uns. Und dann saßen da auch auf der Seite Leute und eine Person, wir wussten gar nicht, wer das war, es war ja dunkel, sprang auf und schrie, ich halte es nicht aus und ging ins Wasser. Und wie wir hörten, am nächsten Tag ist es ein Mann gewesen und die Frau suchte ihn und war er weg. Und der Kapitän sagte, ich kann nicht halten. Ich kann auch kein Licht machen. Wir haben die Flieger, über uns waren immer Flieger, unter uns die Minen und vom Land überall. Wir haben unter uns rum hat es immer gebrannt. Wir wussten gar nicht, wo wir waren. Die Festung Königsberg, aus der noch Tausende von Zivilisten hatten gerettet werden können, kapituliert erst am 9. April. Königsberg, die Hauptstadt Preußens, die jahrhundertelange Hochburg des deutschen Militarismus im Osten, ist eingenommen. Unser Kameramann hat diejenigen aufgenommen, die die letzte Befestigung Königsbergs zerstört haben. Jedem von ihnen gilt die persönliche Dankbarkeit des Oberstkommandierenden Marschall Stalin. Als dieser sowjetische Kommentar gesprochen wurde, hatte Stalin bei den westlichen Alliierten bereits die Abtretung des nördlichen Ostpreußen an die Sowjetunion durchgesetzt. Mit eben jener frei erfundenen Begründung, von hier seien jahrhundertelang deutsche Aggressionen gegen Russland ausgegangen. Eine riesige Kolonne Gefangener wurde an diesem Tag in den Osten geschickt. Als die letzten 10.000 noch durch die Straßen Königsbergs zogen, war der Anfang der Kolonne bereits weit hinter den Grenzen der Stadt. In der Zeit von der Kapitulation bis zur Vertreibung der letzten Deutschen aus Königsberg sind 85% der noch in der Stadt verbliebenen Bevölkerung umgekommen. Durch Hunger, Krankheiten, durch Gewalt. Und Königsberg wie Ostpreußen erlebten die Folgen der Aufrufe des Schriftstellers Ilja Ehrenburg und anderer Sowjetprominenter an die Rotarmisten. Von Ilja Ehrenburg stammt jenes Flugblatt Ubei, töte, in dem es wörtlich heißt: Wenn du einen Deutschen getötet hast, so töte einen zweiten.
Für uns gibt es nichts Lustigeres als deutsche Leichen. Töte den Deutschen, so ruft die Heimaterde. Die Deutschen sind keine Menschen. Für viele Rotarmisten, die bei der Rückeroberung ihrer Heimat durch restlos zerstörte Städte und Dörfer gekommen sind, war so die Stunde des Sieges die Stunde der Rache. Hildegard Mischke, heute Frau Rauschenbach aus Pilkallen, war westlich Danzig die Flucht abgeschnitten worden. Am Abend bekamen wir dann eine Einquartierung von einer Funkerabteilung. Und die haben einen Nebenraum an das Zimmer beschlagnahmt dann gehabt. Und wir hatten uns schlafen gelegt. Wir hatten das Schlafzimmer von dem jungen polnischen Ehepaar, bei dem wir einquartiert waren. Und so schliefen mein Vater und meine Mutter in einem Bett und in dem anderen Bett schlief ich. Und es dauerte nicht lange, da kam ein Russe, setzte sich zu mir ans Bett. Und ja, und meine Eltern schliefen im Nebenbett. Also sie schliefen natürlich nicht, nein. Und dann der ging raus und der nächste kam und der andere kam auch noch. Der sowjetische Vormarsch wird fortgesetzt. Kampf um Danzig. Die Stadt, in der die ersten Schüsse dieses Krieges fielen, wird am 30. März besetzt. Eine polnische Brigade ist dabei. Die polnische Fahne wird aufgezogen. Der polnische Kommentar aus jener Zeit zu diesen Aufnahmen. Die Augen ganz Polens sind jetzt auf das Meer gerichtet. Danzig, die alte polnische Stadt, verdankt Polen ihre Entwicklung und ihren Wohlstand. Danzig. Mit der deutschen wie der polnischen Geschichte, Wirtschaft, Kultur durch viele Jahrhunderte verbunden. Aber unzweifelhaft bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges von Deutschen bewohnt. Der Elendszug der Flüchtlinge geht weiter. Sowjetische Aufnahmen zeigen Tieffliegerangriffe auf Wagenkolonnen und Eisenbahnzüge. Wer der Roten Armee entkam, ist immer noch den Angriffen der Roten Luftwaffe ausgesetzt. Ein Flüchtlingsnotquartier in einer Fabrik in Frankfurt an der Oder. Hier gibt es die Illusion von Schutz. Fliegerabwehreinheiten, noch ein paar deutsche Jagdflieger. Von hier sind es nur noch 80 Kilometer bis Berlin. Sind die Flüchtlinge nach den Schrecken der wochenlangen Treks nun in Sicherheit? Die sowjetische Großoffensive ist nicht aufzuhalten. Ab 12. Januar greift die Rote Armee auch in Richtung Schlesien an. Nach Feststellungen der deutschen Aufklärung haben die Sowjets 7-mal so viel Panzer, 11-mal so viel Infanteristen, 20-mal so viel Geschütze wie die Deutschen. Tage nach Beginn der Offensive überschreitet die Rote Armee die Grenzen Schlesiens. Schlesien, Preußens Provinz im Südosten mit der Hauptstadt Breslau in Niederschlesien. In Oberschlesien, dem östlichen Teil, liegt Gleiwitz. Horst Binek aus Gleiwitz war damals 14 Jahre alt. Meine Familie kommt aus einem Gebiet, das also ehemals preußisch war und dann 1921 bei der Abstimmung zu Polen geschlagen wurde.
Die sind dann, weil sie die Kinder deutsch erziehen wollten, 21 über die Grenze, die damalige Grenze gegangen, eben nach Gleiwitz. Und seitdem lebte meine Familie in Gleiwitz und da bin ich auch geboren, 1930. Gleiwitz wird erst evakuiert, als die Sowjets schon ganz nah sind. Am 20. Januar, glaube ich, sind die Frauen mit den Kindern als erste aus Gleiwitz rausgegangen. Also die große Evakuierung begann da. Die Parteigenossen waren schon ein paar Tage vorher, die haben sich einfach verdrückt. Aber die große Evakuierung begann am 20., wenn ich mich recht erinnere, oder am 21., weiß ich jetzt nicht genau. Frauen mit Kindern und alte Leute. Und um 2 Uhr etwa gingen wir auf den Kirchplatz, wo wir uns einfinden sollten, mit dem Schlitten, wo ein paar Habseligkeiten drauf waren. Es war eisekalt. Wir kamen da nur noch zu Dutzenden an, weil einige wollten dann nicht mehr, andere waren schon weg. Und es war kein Parteigenosse mehr zu sehen, aber der Pfarrer, mein Pfarrer von der Christkönigkirche, der war da. Und es war eigentlich wie vorher. Er sagte, also meine lieben Freunde und so, wir gehen jetzt nach Hause. Das scheint so zu sein, dass auch die Oderbrücke bei Ratibor besetzt ist. Im Moment können wir nicht weiter. Und es war wie vorher eigentlich, dass die Kirche, wenn ich so sagen darf, regierte heimlich immer mit. Die Familie Binek blieb also. Der Fluchtweg war abgeschnitten. Einmal sahen wir russische Soldaten, einmal sahen wir deutsche Soldaten. Es war so ein ständiges Hin und Her. Und nach einer Woche klopften die Russen an das Haus und da waren sie, also in Gleiwitz, bereits da, einmarschiert, als wir aus den Kellern rausgingen. Und dann kamen auch die ersten Aufrufe. Wir mussten zum Beispiel, also Radios, Schreibmaschinen mussten sofort abgegeben werden. Und dann begann etwas, was natürlich ganz furchtbar war. Ich bin da nicht darunter gefallen. Alle Männer zwischen 16 und 65 Jahren mussten sich melden bei der Kommandantura und wurden verschleppt. Die kamen nach Russland, haben da gearbeitet. Und zwei Onkel von mir auch dabei. Und die sind auch beide umgekommen, damals in der Gefangenschaft. Die Offensive der Roten Armee geht weiter. Sowjetische Kameraleute machten diese Aufnahmen unmittelbar nach der Besetzung von Oppeln. Mit weißen Fahnen gibt sich die Bevölkerung in die Hand des Siegers. Den Russen kommen deutsche Zivilisten mit Handwagen entgegen. Flüchtlinge, denen der Fluchtweg schon versperrt worden war und die nun zurückkehren. Insgesamt kehren nach Schlesien in den letzten Kriegs- und ersten Friedensmonaten zunächst rund 1 Million Deutsche wieder zurück. Auch in Niederschlesien gab es keine geregelte Evakuierung. Inge Dönst, heute Frau Giannakis aus Lüben bei Glogau, hatte Glück. Mein Vater war Förster, wir hatten ein Forsthaus und meine Eltern hatten insgesamt 6 Kinder. Ende Januar 1945 wollten wir auf die Flucht gehen, weil die Russen immer näher kamen und wir große Angst bekamen. Mein Vater war nicht mehr zu Hause. Es war meine Mutter mit einschließlich mir 5 kleinen Kindern. Ich war damals 11 Jahre alt. Wir ließen uns zu einer Bahnstation fahren und waren insgesamt mit Pflichtjahrmädchen, Opa, Oma und zugereisten Freunden 11 Leute. Gott sei Dank hatten wir damals Glück. Wir kamen mit dem letzten Zug raus, der aus dieser Bahnstation wegfuhr. Und zwar hat uns das Glück meine Oma gebracht. Sie hatte sich beide Arme verstaucht und hatte beide Arme in der Binde. Es hielt ein Militärzug, der an sich niemand mitnehmen sollte. Und ein Offizier war furchtbar nett, öffnete die Tür und sagte zu ihr, na Muttchen, ich glaube, Sie brauchen einen Arzt. Und sie durfte einsteigen und ihr nachfolgten die 10, die zu ihrer Familie praktisch dazugehörten. So kamen wir von dort weg. Unterdessen ist Breslau eingeschlossen.
Doch die Festung Breslau wird nach dem Befehl des schlesischen Gauleiters verteidigt. 3,5 Monate lang. Obgleich noch 200.000 Zivilisten in der Stadt sind. Eine von ihnen, Marianne Drechsler, heute Frau Freinecker, berichtet. Wir haben von Ende Januar bis zur Kapitulation bis Anfang Mai im Keller gelebt. In 2 Kellern. Also erst in unserem Haus, wo wir unsere Wohnung hatten. Da waren die letzten Reste der Hausbewohner, das waren ungefähr 20 Leute, die haben im Keller gelebt. Und auch in Nebenhäusern waren Keller. Es waren Mauerdurchbrüche und es wurde geschossen. Es wurde Tag und Nacht geschossen. Und als Kind, wir haben uns an die Schießerei gewöhnt wie an Gewitter. Ich war 11 Jahre, gute 11 Jahre alt. Und da kam dann der Russe, das war dann, ich weiß nicht mehr, war es 4. oder 5. Mai in der Nacht. Es hat kein Mensch geschlafen, die Frauen saßen alle in den Kellern. Männer waren keine mehr, höchstens ein paar Alte waren noch da und Kinder. Und ich möchte noch sagen, das war so beeindruckend und das werde ich nie vergessen. Es war ein kleiner Junge mit in diesem Keller, der hatte die Beine voll Granatsplittern. Und es gab keinen Verbandstoff, es gab keine Medikamente für das Kind, hat Tag und Nacht geweint und man hat dann so ein bisschen Wandel gemacht mit Seifenwasser. Es hieß immer, ein Seifenbad würde gut tun für so ein Kind. Ja, und dann kamen die Russen, die haben dann Keller für Keller durchkämmt, haben geguckt, ob vielleicht noch ein Soldat drin ist oder ob Waffen drin sind und fanden halt bloß dieses verängstigte und verstörte Häuflein Menschen an. Erst am 4. Mai, 2 Tage nach dem Fall Berlins, hat Breslau kapituliert. In den 100 Tagen davor, den letzten 100 Tagen, waren rund 4 Millionen Menschen in Ostdeutschland vor dem Ansturm der Roten Armee geflohen. Manche Flüchtlinge begegnen unterwegs auch anderen endlosen Kolonnen. Martin Teschendorf aus Stum in Westpreußen war als Hitlerjunge zum letzten Aufgebot der Wehrmacht eingezogen. Wir kamen dann später, überholten wir mit einem Personenwagen einen schier endlosen Zug von zerlumpten Menschen. Und das war also ein Konzentrationslager, das verlegt wurde. Was wusste man als junger Mensch von Konzentrationslagern und deren Insassen? Eigentlich nichts. Man hatte ja nie Berührung mit ihnen. Man konnte nicht hinter die Mauern, hinter den Stacheldraht sehen. Und wenn man im Dritten Reich, wie ich, aufgewachsen ist mit, wie ich 8 Jahre war, da begann das Dritte Reich in der Schule, in der Hitlerjugend, konnte einem nichts anderes, durfte einem nichts anderes erzählt werden, als dass nur der Nationalsozialismus gut ist und die Gegner sind eben die Verbrecher. Und hier haben wir jetzt die Verbrecher gesehen. Hier kam also so ein Lager vorbei, elendsgestalten, zerlumpt, hungrig natürlich, ausgemergelt, schmutzig, kahlgeschorene Köpfe. Und das sieht man aus einem vorbeifahrenden Auto. Mit dieser Erziehung des Dritten Reiches, dann kann man sich eigentlich gar nichts anderes vorstellen, als dass das alles Untermenschen sind. Denn so sahen sie ja wirklich aus. Bis wir einmal Rast machten, dieser Zug war, wie ich sagte, fast endlos und etwas auseinandergerissen. Dann begegneten wir einem Einzelnen, die anderen waren bewacht natürlich. Und dieser Einzelne kam ohne Bewachung an mit einer Schaufel. Und wir jungen Soldaten, wir hatten noch einen Offizier dabei, riefen den an, sehr barsch, wie man unserer Meinung nach mit so einem Menschen nur umgehen kann. Sagten, komm mal her, du, was machst du da? Und er kam also sofort an, voller Angst, zitternd und unterwürfig und sagte, dass er also beauftragt sei, Leute aus seinem Zug, die gestorben sind, vor Erkräftung oder wie, dass er die eingraben musste. Und wir haben uns dann mit ihm unterhalten und merkten, das ist also nicht etwa ein Untermensch, sondern das muss ein ganz gebildeter Mensch gewesen sein. Der drückte sich ordentlich aus, der sprach eine Sprache, die wir beim Militär nicht so leicht hören konnten. Und jetzt fragten wir natürlich, wer bist du, was warst du, weshalb bist du also hier in diesem Lager? Ja, er war Bürgermeister einer großen deutschen Stadt, ich weiß jetzt nicht mehr welcher Stadt. Und sein Verbrechen war, er war Sozialdemokrat gewesen. 13. Februar 1945, 17.30 Uhr. Die erste Welle von 772 Lancaster-Bombern startet von ihren Stützpunkten in Südengland zum Angriff auf das mit Flüchtlingen überfüllte Dresden. In 2 Wellen folgen ihnen weitere 2000 Bomber und Langstreckenjäger. Die deutsche Luftabwehr wird durch Ablenkungsangriffe irregeleitet.
Um 22.03 Uhr beginnen die Beleuchter und Erstmarkierer der Bomberflotte, die Stadt durch zahllose Leuchtbomben zu erhellen und ihre Zielmarkierungen über dem Fußballstadion zu setzen. Und dann beginnt das Inferno von Dresden. Die 250.000 Flüchtlinge in der Stadt kommen zumeist aus Schlesien. Offizielle Begründung Churchills für den Angriff, von dem der sowjetische Verbündete unterrichtet wurde: er soll deutsche Truppenverlegungen von West nach Ost behindern, die deutsche Evakuierung aus dem Osten in Verwirrung bringen. Modest Forchheimer war während jener drei Angriffe in Dresden. Ihr Erlebnisbericht kann nichts anderes sein als die Wiedergabe von Beobachtungen und Empfindungen desjenigen, der unter dem Schock jenes Infernos von Dresden stand. Es kam eigentlich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, es kam nicht mal zum Hauptalarm. Ich weiß das nicht mehr, weil kurz drauf begann es also ganz furchtbar. Das kann man eigentlich gar nicht so beschreiben. Es fing halt überall an zu krachen und man merkte halt, Flugzeuglärm, man merkte, dass das wohl ein Angriff sein müsste, weil man hatte ja noch nie einen Angriff erlebt. Also man dachte nur, jetzt ist es halt doch soweit. Wir waren wohl eins der ersten Häuser, was dran kam. Und da gingen wir rauf, ich hatte meinen Wellensittich vergessen, da gingen wir rauf, da brannte es also schon lichterloh. Man konnte gar nicht sagen, wo. Es müssen so viele Bomben da auf den Dachstuhl gefallen sein. Man konnte gar nicht sagen, wo es anfing und wo irgendwas war. Und ich hatte also nur ein, als junges Mädchen, ich war noch relativ jung, ich hatte nur einen Wunsch eigentlich, meinen Wellensittich zu holen. Das war, glaube ich, das Allerschlimmste. Den habe ich auch geholt dann und hab ein nasses Tuch drum gemacht und hab mit runtergeholt, aber da kamen dann schon Treppen runter und meine Mutter versuchte noch irgendwas zu retten, aber das war alles sinnlos. Und in dem übernächsten Haus, wo wir dann Unterschlupf fanden, weil es brannte ja alles, das stand noch und da kamen wir also kaum noch in den Keller rein, da kamen sie von allen Seiten, da war es total überfüllt und das war eigentlich die einzige Chance, dass wir noch lebten, also dass wir heute noch leben. Weil wir so am Anfang des Kellers waren, die anderen sind alle nicht mehr rausgekommen. Da kam der zweite Angriff und der war ja wohl, also der hat ja dann wohl noch alles radikal wegge... Da waren wir in diesem Keller drin, ziemlich vorn an, und da lief Phosphor dann rein in den Keller. Und da waren gleich schon ziemlich hohe Flammen. Und ich hatte furchtbare Angst. Ich wollte nicht durch, ich wollte lieber drin bleiben. Aber es war unheimliche Rauchentwicklung schon, weil ja rundum alles brannte. Und eigentlich, da war, was habe ich meiner Mutter zu verdanken? Die riss mir also diesen Vogelkäfig aus der Hand und sagt, du musst jetzt hier durch. Ich habe es war eine ziemliche Höhe schon von Flammenhöhe. Die haben mich so rübergezogen und bin da halb durch und halb drüber gesprungen und wir haben halt alles stehen und liegen gelassen, haben gar nichts mehr mitgenommen. Und dann fing unglücklicherweise meine Mutter einen großen Pelzkragen, dann war dieser furchtbare Funkensturm. Und durch diesen Wind brannte meine Mutter mit einem, also das heißt nicht meine Mutter im Ganzen, sondern der Pelzkragen oben, und den habe ich ihr noch abgerissen. Dabei ist meine Mutter gestürzt irgendwie. Und ich habe es dann hochgenommen, dabei ist mir das Glas aus der Luftschutzbrille rausgefallen. Dann konnte ich mit einmal nichts mehr sehen, weil es war eine irrsinnige Rauchentwicklung. Und da haben wir noch einen kleinen Koffer gehabt, den hat Mutti auf der einen Seite gehabt, den habe ich ja abgenommen. Und dann sind wir also praktisch durch eigentlich diese Phosphor, durch das Phosphormeer kann man eigentlich sagen, das waren überall ja so etwa so hohe auf der Straße Flammen, sind wir durchgelaufen und da haben wir halt gesehen, dass die Menschen, es war ja fast taghell, dass die Menschen eigentlich fast alle tot waren. Es lief eigentlich kaum mehr jemand. Und wir wunderten uns nur, dass die Menschen alle so furchtbar still waren, weil keiner sprach da was und wir dachten, ne, vielleicht sind die geschockt irgendwie. Und als wir uns das alles näher beschauten,
Waffen sahen wir also, dass wir zwischen Toten gelegen hatten. Die waren also alle nicht mehr am Leben. Das Ausmaß der Zerstörungen durch jene drei Angriffe auf Dresden war so groß, dass bis heute keine exakte Zahl der Toten ermittelt werden konnte. Modest Forchheimer berichtet über den Angriff der Amerikaner am 14. Februar mittags. Wir waren mit Mutti in den großen Garten geflohen, weil wir dachten, wir würden da etwas mehr Schutz haben. Ich glaube, ich habe überhaupt meiner Mutter zu verdanken, dass ich noch lebe, weil sie mich, weil ich so Angst hatte. Und weil sie mich überall durchgezogen hat. Vor allen Dingen hatte ich noch nie tote Menschen gesehen und kann auch heute keine mehr sehen. Die sahen so furchtbar aus, weil sie waren teilweise ganz klein und so zusammengeschnorrt und hatten ganz dünne Gliedmaßen. Teilweise sogar komischerweise die Strümpfe nicht verbrannt, aber die Haut ganz, ganz straff und braun. Und erwachsene Menschen so groß wie Kinder. Und man musste ja wirklich über die Menschen drüber steigen, um... Das hatte ich dann, das brachte ich nicht mehr fertig und Mutti zog mich also pausenlos durch die schwelenden Trümmer. Und als wir dann glaubten, etwas in Sicherheit zu sein, dann kamen immer wieder die Tiefflieger und das ist mir eines meiner schlimmsten Erlebnisse, weil man in die Gesichter wirklich reinschauen konnte und das im Nachhinein war es uns so unglaublich, wir hatten halt so furchtbare Angst und wir konnten nicht verstehen, nachdem kaum Menschen liefen noch auf der Straße, dass man die paar Überlebenden wirklich gesucht hat. Es dauerte Stunden, bis wir durch die brennende Stadt zu meiner Oma gekommen sind, die in einem Stadtteil wohnte, wo ganz wenige Häuser noch standen, in der Nähe von den Elbwiesen. Und da hatten sich sehr viele hingeflüchtet. Das hat meine Mutter Gott sei Dank nicht gemacht, weil sie das Gefühl hatte, die Elbwiesen sind so kahl, man kann nicht unterschlüpfen. Und da hatten sich unzählige Menschen zum Schutz hingeflüchtet. Und dort kamen die Tiefflieger auch. Und die haben sie also alle, da hat kein Mensch mehr gelebt. Die waren alle tot. Das war auch vielleicht eins der schlimmsten Dinge in die Flüchtlinge in der Stadt drin, die haben wir ja nicht gesehen, die kamen aus dem Osten. Gerade in diesen Tagen war Dresden voller Flüchtlinge. Das hat man direkt abgewartet, offenbar. Es sollen Hunderttausende gewesen sein, ich kann es nicht beurteilen. Und die waren im Zentrum der Stadt und die hatten keine Chance. Die waren am Bahnhof. Die waren also, da hat kein einziger überlebt. Man hat die dann wie auf einem Scheiterhaufen so quer über Kreuz und quer verschachtelt übereinander gelegt und verbrannt. Gleich den übernächsten Tag, weil man solchen Gefahrangst hatte. Und es war sowieso sehr schlimm, weil ja kein Trinkwasser und nichts war. Und aus den Kellern, die Leute konnte man teilweise gar nicht bergen.